Tag, Terranerinnen und Terraner. Alles schön blau hier in der Eifel. Ich hörte weiter im Sternenozean von Jamondi, Folge 36, die Rückkehr, und Folge 37, der Luna-Konvoi. Nachdem ich ja die letzte Folge eher von dem Misthaufen drehen wollte, weil das ein elendes Schlachtgemetzel war, wo ich nicht mehr folgen konnte, gefiel mir, es wackelt, weil es wirklich stürmisch ist. Weil es wirklich, also ich konnte dem Schlachtgemetzel nicht mehr folgen. In den Folgen 36 und 37 sah das völlig anders aus. 36 war ein schönes Kammerspiel mit Herrn Rodan, wo das Thema Schach im Peri Rodan thematisiert wird und letztendlich auch zur Lösung führt, nämlich Rodan ist ins Sonnensystem zurückgeeilt und stellt sich den Unmengen an Kyptitanen. In der Folge 37 geht der Kampf gegen die Kyptitanen weit. Kip ist holländisch für Hühnchen. Jetzt habe ich ein Bild, also Hühnertitan. Also die Hühnertitanen im Folge 37, die kriegen dann auf die Mütze, zwar unter herbsten Verlusten, aber Peri Rodan hat eine Geheimwaffe und die wird jetzt in Folge 37 geborgen auf dem, ich liebe es, Zwiebuskrater auf dem Mond. Und wir begleiten dieses Sondereinsatzkommando. Also völlig normale Raumsoldaten, die Typen, die von Rodan eigentlich immer verheizt werden. Finde ich schön. Schöne Stilmittel und als Klammer am Ende dann wieder das Schachspiel. Hat mir gut gefallen. Fand ich schön. So inszeniert man eine Schlacht. Also irgendwie persönlich und nicht so ballerig. Schauen wir mal, wie das weitergeht mit den Hühnchentitanen. Wir haben ja jetzt da diese komische Waffe, die jetzt montiert werden soll. Und wie das mit Gon Orbon so weitergeht, ob der nochmal ein würdigeres Ende kriegt als in der Reihenfolge, die ich so doof fand. Schauen wir mal. Also es geht auf die Zielgerade jetzt mit dem Sternozean. Die letzten zwei Folgen, 36, 37, fand ich wieder sehr schön, auch wegen ihres Gammaspielcharakters. Jo, in diesem Sinne, gabt euch wohl, Terranerinnen und Terraner. Tschüss.